Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Ja, wir sind immer noch mitten in der Arch-Nemesis-Liga und sie ist immer noch dabei. Gabriele Gruftbauer. Ja, ich hatte ja gedacht, irgendwann vielleicht eines Nachts schleicht sich davon, aber nein, sie ist immer noch dabei. In diesem Sinne, legen wir einfach mal los. Wir haben ja jetzt ein bisschen was hier und da und haben uns auch vieles angeguckt und wir sind jetzt immer noch mitten im sechsten Akt und jetzt müssen wir einfach mal schauen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Wir haben diverse Sachen zu erledigen. Unter anderem müssen wir noch ein paar Zombies wieder haben. Die machen wir uns jetzt auch gleich. Oh, das ist hier das Zeug. Er macht Chaos-Schaden. Da bin ich total sensibel dagegen. Mann. So, hier mussten wir ein bisschen aufpassen. Schreide und Sterblichkeit erfordert Stufe 38. Wir dürfen hier nicht über 42. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das leveln wir ja jetzt quasi hoch. Machen wir den mit? Machen wir den nicht mit? Nee, ich lasse ihn jetzt einfach mal außen vor. Wir werden noch genug Gelegenheit kriegen, die zu machen. So, jetzt erstmal die Zombie-Fraktion. Durch das Umbauen und Rumprobieren und was wir nicht alles gemacht haben, haben wir die ja leider rausgeworfen. So, wir haben jetzt ganz viel zu tun. So, wir müssen Aberrath erledigen. Den suchen wir jetzt, glaube ich, auch als allererstes. Der führt nämlich von diesem Gebiet aus weg. So eine kleine Mini-Sackgassenhöhle mäßig. Hohoho. Hier ist aber ganz schön was los. So, und vorsichtig vor diesem grünen Zeug. Das kann euch ganz schön... Da kommen auch in Gebiete, da sind irgendwie so widerwärtige Krabbeltiere, ja. Und die machen einem ganz schön das Leben schwer. Ah, ich glaube, wir haben das auch schon. Ja, das Tal des Feuertrinkers. Hier sind wir richtig. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mit ihm anlegen, ja. So, ich denke mal, ich hoffe... Ja, komm doch, wenn du dich traust. So, er holt sich ja leider auch noch ein bisschen Hilfe. So, Vorsicht, dass ihr immer nicht durch diese... Dingslauf, vorsichtig auch damit. So, und dann haut er nämlich ab, der feige Lump. Und dann müssen wir ihm hinterher. Und ich bin schon dabei. Hup. So, Zombies sind auch noch alle gut davor. Ja, sehr gut. Oh nein, Armsphäre. Ich glaube, das ist das allererste Mal. Da, Premiere. Ich habe aber den Armsphäre-Effekt. Nicht für die Aufnahmen. Nein! Eieieiei. Nein, habe ich nicht. Wahnsinn. Ich glaube, das ist jetzt... Achso, übrigens haben wir ihn erledigt. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, das allererste Mal. Ich glaube, das ist jetzt... Also, das ist eigentlich... es gibt noch so andere Currency, die noch wertvoller ist, aber das ist schon... Das war es allerdings alle, die jetzt länger spielen. Die werden ganz kurz geschluckt haben. Dem Geräusch auch schon. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich in all den Jahren, dass ich im Let's Play, in der Aufnahme, eine Abendsphäre finde. Leute, wenn das nichts ist. Ja, schön. Kann ich mir viele Sachen von kaufen, wenn ich in die Maps gehe. So, wir laufen mal weiter. Ich freue mich auch. So, dafür kriegen wir auch eine Belohnung. Also ist eine optionale Aufgabe, ja, muss ich dazu sagen. Wir haben auch eine neue... Gottkraft gekriegt. Ich muss mal direkt überlegen. Y. Genau, wir haben auch eine neue Gottkraft gekriegt. Finde ich fast besser als diese. Wir hätten jetzt auch wechseln können. Aber jetzt kann ich gerade nicht mehr wechseln. Ich hatte das ja erklärt. Wir können das eigentlich nur da im Gebiet. Und wir müssen jetzt noch ein paar andere machen. Jetzt müssen wir uns weiter bewegen. Jetzt müssen wir in den Westwald als nächstes. Wahnsinn! Leute! So früh habe ich noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wie der Wert aktuell steht. Also zum Verhältnis und ich sag mal, wenn, je nachdem, das ist immer ein bisschen abhängig von der jeweiligen Herausforderungsliga, steht der Wert von erhabenen Sphären, ist vergleichbar mit etwa mit 50 bis 170 Chaos-Sphären. Abhängig von der jeweiligen Herausforderungsliga und auch vom Stand der jeweiligen Herausforderungsliga. Am Anfang sind die normalerweise nicht so viel wert. Raus. Am Anfang sind die normalerweise nicht so viel wert. So, da sinkt der Preis dann ziemlich deutlich. Ich weiß nicht, teilweise 30, 40 Chaos-Sphären, weil am Anfang natürlich
noch nicht so viele Chaos-Sphären im Spiel sind, man viele Sachen noch nicht kaufen kann und so weiter und so fort. Also diejenigen, die dann schnell voranschreiten, brauchen dann eher Chaos-Sphären. Also verkaufen sie die möglichst schnell, weil aber noch nicht so viele Chaos-Sphären da sind, verkaufen sie die recht preiswert. Dann stabilisiert sich der Preis normalerweise bisher wieder. Jetzt gibt es natürlich Herausforderungsligen, wo ganz oft und ganz viel Währung fällt. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt in dieser Herausforderungsliga eben auch so. Und dann steigen die auch nicht so hoch im Kurs. Ne? Aber wenn die selten fallen, dann haben die einen entsprechenden Gegenwert. Und dann kann das wirklich bis so, ja, also ich sag mal, ich glaube bis Spitze um die 200 Chaos hochgehen. Das ist aber meistens nur kurzzeitig. Meistens pendeln die sich irgendwo zwischen 150, 170 Chaos in der Regel irgendwo ein. Das ist jetzt auch nur was, das ist für diejenigen interessant von euch, die in irgendeiner Art und Weise Handel betreiben. So, ich wollte hier gar nicht lang, ne? Ich bin doch ganz irritiert. Doch total geschockt. So, wir sind ja ein bisschen weiter. Eigentlich müssen wir hier nur dem Weg folgen. Also Leute, wir müssen hier nur dem Weg folgen, ja? Allerdings. Weil hier kann man durchrennen, hier ist ansonsten nichts. Es sei denn, man muss noch ein bisschen nachleveln. 48, wir haben 50. Also wir brauchen das nicht, wir können hier ruhig durch. So, dann ist das nämlich ganz interessant. So, Wegpunkt können wir mitnehmen. Brauchen wir theoretisch nicht, also hier müssen wir nie wieder zurück. Der nächste Wegpunkt ist für uns viel, viel wichtiger. Das wäre so früh. Leute. So, vielen Dank an alle, die mir da Daumen gedrückt haben. Mann! So, hier laufen wir auch wieder bis zum Wegpunkt. Also wir kennen ja im Prinzip die Gebiete aus Akt 1 bis Akt 5. Und jetzt müssen wir quasi wieder hier langlaufen. Ja, nächste Optionale. Und zwar geht es da um die Puppenspielerin, die wir erledigen müssen. So, da müssen wir hier wieder rüberlaufen. Das ist letztendlich das Gebiet, wo wir in Akt 2 einen der Räuber erledigt haben. Ork. So, was haben wir hier? Todesbanner können wir ruhig hochstufen und Verwundbarkeit können wir ruhig hochstufen. Und dann laufen wir mal weiter. Stumanschick! Juhu! So, jetzt kommt gleich noch eine Besonderheit. Das machen wir aber gleich, wenn wir da sind. Wir suchen jetzt quasi den Eingang. Zu dem nächsten Gebiet. Der muss hier irgendwo sein. Irgendwo ist er immer. Also bisher war er immer hier. Ich gehe mal davon aus, der ist noch weiter irgendwo. Aber wie das immer so ist, diese Karten werden ja immer so aus Kartenstücken zusammengebaut. Und jedes Mal ein bisschen anders. Weswegen man sich also nicht immer ganz in die gleiche Richtung laufen kann. So, wir haben hier Brutalität. Da stufen wir einfach hoch. Und jetzt geht es um Zaubern bei erlittenem Schaden. Und ich hatte ja gesagt, also wir müssen ja 681 Schaden erleiden, damit das überhaupt ausgelöst wird. Das ist natürlich schon ein großer Anteil unseres Lebens. Und deswegen will ich das nicht noch höher stufen. Weil irgendwann macht das keinen Sinn mehr. Da bin ich schon fast tot, wenn das ausgelöst wird. Dann hilft mir das nicht mehr viel. Jetzt muss ich eben, und das funktioniert bei allen Gem, wenn ich sage, ich will das Hochstufen stoppen, dann mache ich keinen Linksklick auf das Plus, sondern einen Rechtsklick. Wenn ich mich später mal umentscheiden sollte und wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch ganz viel Leben etc. dazu bekomme und ich denke mir irgendwann, ah, ich könnte ruhig noch, bevor das auslöst, ein bisschen mehr Schaden einstecken, dann gehe ich einfach ins Inventar, weil hier unten wird die dann jetzt aufgeführt und würde ich jetzt mit einem Linksklick eben auf das Plus drücken, dann würde das sofort aufstufen und dann würde der Prozess weiterlaufen. Jetzt ist das so, die sammelt jetzt eigentlich keine weiteren Erfahrungspunkte mehr, die bleibt jetzt immer auf dieser Stufe und steigt nicht mehr an. Das kann manchmal auch bei anderen Gemmen ganz interessant sein. Was ähnliches müssen wir natürlich bei der anderen Gamer nachher auch machen. So, dann machen wir noch schnell mal den Fertigkeitspunkt, weil wir hier natürlich jetzt ein bisschen Leben und ein bisschen Energieschild kriegen. Und ihr seht schon, das macht ein bisschen was aus und das ist natürlich für uns ganz praktisch. So, aber wir dürfen die Defensive auch nicht vernachlässigen. So, dann müssen wir runter, die Puppenspieler müssen wir erledigen. Aber erstmal müssen wir hier diese Typen da fertig machen, also da, wo hier alles rauskommt, die Nester. So, hier haben wir es auch wieder mit Chaos-Schaden zu tun. Chaos-Schaden durchdringt ja... wo ist denn das dritte? Da drüben. War ich dran vorbeigelaufen. Chaos-Schaden durchdringt das Energieschild. Komplett. Das seht ihr immer dann da dran, wenn wir Schaden kriegen. Und das Energieschild aber stehen bleibt. Dann weiß man, es ist Chaos-Schaden. So, und dann taucht sie nämlich hier auf.
So, und die macht auch ganz bösen Karschaden. Also ruhig ein bisschen vorsichtig. Da heißt es Vorsicht walten lassen, damit sie uns nicht ganz fertig macht. So, weil in solchen Situationen hilft uns das Energieschild nämlich nicht so sonderlich viel. Ihr könnt sehen, ich habe Schaden bekommen, noch bevor das Energieschild aufgebraucht war. So, aber auch hier, ich würde mal sagen, fast ein Spaziergang, ne? Also wir sind ganz gut durchgekommen. Das, 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 das. So, da haben wir jetzt eigentlich schon zwei. Taglight, wir kriegen hier nämlich zusätzlich, also optionale Aufgabe, weil wir die super Belohnung kriegen. Und wir haben zusätzlich noch eine Gottkraft bekommen. Also wir versuchen hier natürlich auch alle Gottkräfte mitzunehmen. Genau. Hier erhalten wir zum Beispiel alle drei Füllungen für das Lebensfläschchen. Für mich sind die Lebensfläschchen nicht ganz so. Es gibt, also je nachdem, was für einen Spielstil man hat, was für einen Char man spielt, kann das natürlich auch entscheidend sein. Interessant ist das auch manchmal bei Prüfungen. Also Labyrinthprüfung kann das manchmal ganz interessant sein, wenn man mittendrin steht und man keine Gegner mehr hat, dann laden sich auch die Fläschchen nicht wieder auf. So, und dann ist es ganz interessant. Oder bei fiesen Bossen kann das auch mal ganz interessant sein, wobei da andere Gottkräfte eigentlich interessanter sind. So, ich nehme mal das mit der Brenndauer. Ich glaube, dass das ist, was mir jetzt am meisten bringt. Und dann rennen wir einfach weiter. Rennen wir von hier weiter? Nein, wir rennen von hier nicht weiter. Wir nehmen hier tatsächlich ein Portal, gehen einmal zurück, holen uns einmal die Belohnung. Das können wir einmal identifizieren. Ist das was Schönes vielleicht? Mana-Blitzwiderstand. Nee, wir haben da natürlich auch 77 Leben drauf. Das lassen wir so. Holen wir uns erstmal die Belohnung bei Bestel. Ja, das ist sehr interessant. So, dann holen wir uns hier bei Taglight die Belohnung. Die ist auch sehr interessant. Oh, ich liebe diese Bücher. Kurai lassen wir nochmal weg. Kurai will uns nur eine Aufgabe geben. Und dann haben wir nämlich zwei Fertigkeitspunkte. Und die investieren wir hier auch gleich in Leben. 1672. So, und jetzt haben wir nochmal 100 mehr. Und wir holen uns den letzten Punkt, den holen wir uns hier natürlich auch noch. Wir kriegen auch ja ein bisschen Chaoswiderstand nochmal. 8% dazu. Es wird, mich persönlich wird das nicht retten. Aber wenn ihr eben Chaoswiderstand auch erhöhen wollt, dann ist das ganz interessant. So, danach können wir uns dann auch diesen Punkt holen. Ich weiß noch nicht genau, ehrlich gesagt noch nicht welcher. Verringerte Lebensenergie und Fertigkeiten brauchen wir nicht. Wäre interessant, wenn wir mit Lebensenergie zaubern würden. Erhöhte Lebensenergie und Fläschchen bei niedrigem Leben kann ganz interessant sein, aber glaube ich, hilft mir auch nicht. Vitalität setze ich nicht ein, brauche ich auch nicht. Regeneriert 2% des Lebens pro Sekunde während in Bewegung, finde ich gar nicht so schlecht. Und 50 zu maximalem Leben, also 50 zu maximalem Leben, das ja dann auch wieder hochskaliert wird, ist durch die plus 5% Leben, plus 5% Leben, ist auch gar nicht so uninteressant. Damit wir mal einen Unterschied sehen können, ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht eins drauf habe, wo jetzt nicht unbedingt Stärke drauf ist, sonst stirbt mir wieder alles weg. Zu Geschick, haben wir da ein bisschen Leben drauf? Nee. Da ist kein Leben drauf. Da wäre Leben, aber da braucht Stärke und Geschick mit drauf. Da ist Stärke mit drauf. Da ist Stärke mit drauf. Hier ist überall Stärke mit drauf. Oh, da ist nicht so viel Stärke. Ich glaube, das ist da nicht so schlimm. Diese 64, wenn ich die hier eben rausnehme, dann sieht man, dass das doch ein deutlicher Unterschied ist. Das sind eben nicht nur diese 74, sondern durch diese Hochskalierung ist das eben doch durchaus schon ein bisschen mehr. Ach, das sind sogar 90. Sind das trotzdem ein bisschen mehr. Bisschen viel mehr eigentlich. Das heißt, diese 50 geben uns nicht nur 50, sondern die geben uns eben auch ein bisschen mehr. Und das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den man schon ganz gut mitnehmen kann. So, wenn wir das eben gemacht haben, ja, dann geht's weiter. So, wir gehen dann wieder zu diesem Wegpunkt und dann laufen wir einfach weiter. So, wir sollen Nessa finden. Also ich laufe jetzt hier einfach tatsächlich den Weg lang. Man könnte jetzt auch irgendwann einfach rüberlaufen. Außerdem müssen wir irgendwann auch die Gemma wieder hochstufen. So, das Schöne ist, also durch diesen Bewegungszauber, den Flammenspurt, muss ich eben nicht irgendwie eine Brücke oder sowas suchen. Also ich sag mal, das kann sein, je nachdem, was ihr für ein Char spielt, dass ihr da natürlich auch dann ganz anders rüberlaufen muss. Und dann ist auch noch eine Lizenz. Ach, wenn das nichts ist. So, aber die spucken alle Chaos-Schaden hier. Ich bin hier nicht gerne in dem Gebiet. So, wir heizen nochmal ein bisschen an. Was ich ja viel zu selten mache eigentlich. So, nehmen wir mit. Und dann gehen wir weiter, bis wir wieder ein bisschen Ruhe haben.
So, hier sind wir nämlich schon mal falsch. Das heißt, ich laufe jetzt hier rüber. Und dann müssen wir gleich gucken. Also das Schlimme ist, wenn man die jetzt nicht gleich hochstuft, sammeln die natürlich keine weiteren Erfahrungspunkte mehr. Und dann gehen wir hier in den Südwald. Und dann stufen wir die erstmal hoch. So, muss bloß ein bisschen aufpassen. Also die sammeln können wir hochstufen. Aasgolem natürlich. Büchernacke auch. Das nochmal. Das auch. Und hier haben wir wieder Schreide und Sterblichkeit. Also wir wissen ja noch, vom letzten Mal vielleicht, ich mach's, das kannst du ja trotzdem lieber nochmal zeigen, wenn ich es dann wieder finde überhaupt. Wo hatten wir das drin? Hier hatten wir es drin, glaube ich, ne? Zaun bei Litten in Scharlach kann eben bis Stufe 42 unterstützen. Und die Gemme, die wir jetzt, das ist ja die, die immer ausgelöst wird, die erfordert jetzt in der nächsten Stufe, erfordert sie Stufe 40. Und da darf eben nur maximal 42 erfordert sein. Und so lange kann ich sie benutzen. Das heißt, die stufe ich jetzt auf alle Fälle nochmal hoch. Und beim nächsten Mal muss ich dann aufpassen. Aber ich glaube, das nächste Mal müsste da vielleicht sogar 42 stehen. Das heißt, dann könnte ich sie nochmal hochstufen. So, komm, jagen wir auch Bestien. Vorsicht, da sind manchmal echt fiese Biester dabei, die auch zum Beispiel Lebensraub haben. Das heißt, die man kaum erledigen kann, wenn man noch nicht stark genug ist. Bam, vampirisch. Nehme ich mit. Solange wie ich noch habe, noch Platz habe, meine ich. Das will ich nicht mitnehmen. Und dann laufen wir weiter. Da haben wir wieder ein Delirium. Aber ich lasse mal das Delirium mal außen vor. Da werden wir im Atlas wahrscheinlich auch noch genug haben. Obwohl man da natürlich in dieser Phase auch schon auch Glück haben kann. Auch da kann man natürlich eine erhabene Sphäre finden, etc. So, und hier gibt es ja viele Mechanismen, die einem auch wirklich den Durchlauf hier am Anfang auf der einen Seite ein bisschen erschweren, weil es natürlich schon knackig ist. Jetzt hier durch so ein Gebiet rasend schnell durchzurennen, ist immer so eine Sache. Die Gegner werden natürlich dann auch stärker. Aber auf der anderen Seite, das, was man dann bekommt, kann einem das Leben natürlich auch ein bisschen leichter machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann wir tatsächlich so ein bisschen nochmal den Char aufpimpen werden, dass ich einfach mal zeige, was für Dinge ich, das möchte ich mitnehmen, was für Dinge ich tatsächlich nachher im Endgame noch einsetzen möchte. Also Walskelette zum Beispiel wäre, ach nee, da oben muss ich lang, Entschuldigung, da oben muss ich lang. Walskelette ist so eine Geschichte, den Lehmformer, Felsenbrecher möchte ich noch einsetzen. Und dann gibt es ja noch diverse Juwelen, die eben interessant sind für diese, für die Aasgolems, die ich natürlich auch noch zeigen will. Die werden wir dann aber wahrscheinlich nicht gleich einzeigen. Vielleicht zeige ich die Items auch nur. Das weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle, was ich noch irgendwann haben möchte, sind natürlich die Walskelette, damit ich die Funktionsweise der Walgem dann auch nochmal zeigen kann. Und warum die eigentlich so super interessant sind. Die könnte ich jetzt auch schon kaufen oder mir schenken lassen. Ich habe ja genug Angebote von euch. Dafür vielen Dank an der Stelle. Aber zurzeit will ich eigentlich nur mal zeigen, dass der eigentlich ganz gut so auch durchkommt. Also ohne, dass man sich jetzt irgendwie großartig unterstützen muss. Wäre also auch geeignet für Spieler, die Solo-Self-Found spielen. Zumindest in dieser Phase noch. Mit den Juwelen ist das ein bisschen anders. Die Juwelen, die man später braucht, also für späte Endgame, das sind natürlich schon so ein paar. Da muss man lange für Solo-Self-Found spielen. Oder man muss echt wirklich, 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 wirklich viele Karten laufen. Sag mal, das ist dann für Casual-Spieler ein bisschen schwierig. Aber hier so für einen Einsteiger oder gerade am Anfang ist das eigentlich eine super Möglichkeit, durch die Akte zu kommen, lebendig durch die Akte zu kommen. Die auch gut zu schaffen, weil ihr seht schon, also wir haben jetzt da großartig nichts Besonderes. So, die Aasgolem würden auch tatsächlich mit einer Feeling-Rüstung noch super reißen. Klar, ein bisschen weniger, aber trotzdem noch ganz solide Schaden austeilen. So, da haben wir die nächste Geschichte. Boom, Wegpunkt nehmen wir mit. Und da sind wir auch schon in der Kaverne der Wut. Oh, läuft bei uns, läuft. So, und das kann, Verwundbarkeit kann, Todesbanner kann. Die Flankentruhe müssen wir unbedingt mitnehmen. Und wir holen uns natürlich die 10% Leben. Bam! Nee, nicht durch das Gebiet. Und da geht es hier auch schon weiter.
Also hier laufen wir auch nur durch. Solche Gebiete laufe ich nicht gern mit dem Delirium. Weil man ist immer so ein bisschen, man will immer schnell, 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 schnell. Und weil man natürlich möglichst viele Gegner auch erledigen will. So, und dann rennt man hier noch in solche Bestien rein. Und dann bringt man sich ganz schnell auch mal in ziemlich fiese Gefahr. Da müsst ihr ja so selber in euch reinhorchen, was ihr so für ein Spielertyp seid. So, ich lasse mich davon immer ein bisschen unter Druck setzen. So, haben wir auch. Und ein neues Rezept. Oh, jetzt sind wir voll. Na gut, dann müssen wir wohl hier drüben. Oh, müssen wir uns jetzt noch mit dem Eumel da anlegen? Wo ist denn der überhaupt? Ah, da. So, ist ja nicht mein favorisiertes Gebiet. So, nächste Erforderstufe 42. Das geht also auch noch. Eieiei. Na gut, schmeiß mal was rein. Wir wollten ja erstmal die ganzen niedrigstufigen Sachen verbratzen. Also ich wollte das. So, hier haben wir eine 23. Was ist denn das? Beschleunigt. Okay. Ist da noch einer in greifbarer Nähe? Nein. Da könnten wir natürlich im nächsten Gebiet einfach vielleicht nochmal das eine oder andere mitnehmen. So, da drüben ist noch einer. So. Was nehmen wir da nochmal? Kann natürlich immer was in die Hose gehen, ne? Ist ja klar. Monster Arcana-Schutz. Arcana-Schutz hasse ich doch sowieso. Naja, immerhin. Bup, bup. So, hier wollen wir ja wieder raus. Wo geht's denn hier raus? Oh, da hinten haben wir noch. Wieder so ein rotes Biest. Wo ist denn das? Ach, da. Oh, das rote Biest. So, ich muss ja vielleicht auch nicht gerade in diesen Wirbelwinden rumstehen. So, ich glaube, das war's, oder? Menno! Immer wenn ich gerade einen verbratzt habe, kriege ich einen wieder. Kann nicht sein. So, sind wir dann schon da? So, da drüben ist wieder einer. Zwei sind hier sogar noch. Also die haben wirklich genug verteilt, scheint mir, dass man diese vier auch ja immer aufbrauchen kann, ja? Merkt das schon. 23, 24 Flammenweber. Ja, gut. Mach. So, vernichtet einer. Schieß ein Rezept mit ab. Abgeschlossen. Ja. Dafür habe ich ja den bekommen, ne? Das war jetzt ein Rezept. Jetzt will ich doch mal kurz gucken. Warte, war das, ne? Klick hier bei Filterrezept, Flammenläufer. Okay, die muss man so nach und nach... Da gibt es auch mittlerweile, ich habe gesehen im Internet, es gibt Charts, welche man da reinlegen muss, um so ein Rezept zu bekommen. Und da kann man die später eben raussuchen und kann dann eben gucken, was es bringt. Kann man da eigentlich auch gucken? So, also das heißt, ich kann die jetzt hier und dann kann ich mir die eben angucken. Und das kriege ich. Monster hinterlässt brennende Kreaturen erzeugen bei Tod. Dreimal Dings. So, das macht natürlich nur einmal. Alles klar. So, und die werden dann so nach und nach, wahrscheinlich werde ich diverse über einfach blinde Konstellationen bekommen. Könnte ich mir vorstellen. So, mach mal weg. So, was haben wir noch? 25 haben wir da. 24 haben wir noch. Flammenläufer. Hatten wir doch in die Flammenweber haben wir drin. Ich könnte natürlich auch den Flammenläufer da einfach mal reinschmeißen. Aber ich glaube, dass das ganz interessant wäre für mit einzigartigen Items. Flammenweber haben wir da nochmal. Was haben wir hier? Das sollte ich zu Anfang immer einsetzen. Artilleris nehmen wir dann noch. So, dann mach mal zu. Und dann haben wir gesegnete Sphäre. Das nehme ich mit. Den Rest lasse ich da. Das sah nicht so interessant aus. Das ist eine Sackgasse.
Ich habe das Gefühl, das könnte eine Sackgasse sein. Na, wo geht's weiter raus? Da hinten ist der Schalter und dann macht man das da drüben auf. Hier ist der Schalter. Wupp. Und dann geht das da drüben auf. Und da ist ein verstecktes Riff, also ein verstecktes Gebiet drin für die. Für euer Versteck. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir? Da sind wir. Wo geht's lang? Ich würde mal sagen, wir müssen wohl da unten lang. Ich glaube, da geht's auch immer lang, aber ist egal. Von mir habt ihr das nicht. So. Und dann sind wir schon bei der Leuchttor. Läuft, Leute, läuft. Was soll ich sagen? So, wir nehmen hier den Wegpunkt mit. Wie immer. Und dann gucken wir mal. Also der 6. Akt ist eigentlich auch gar nicht so dramatisch. Er geht eigentlich relativ fix. Ich finde auch relativ geradlinig. Also nachher ist schon sehr umfangreich, weil es eben viele Gebiete gibt. Ich glaube, für neue Spieler ist er schon sehr groß, ja. Wenn man so ganz grob, so wie ich, da natürlich nur so durchflitzt. Ich finde, wir nehmen mal den. Ja, und dann nehmen wir mal andere Sachen mit dazu. Ui. So, das ist doch schon mal gut, weil das schleppt sich ja durch. Vielleicht wird mir noch eine Abendsphäre. Ah, das wäre ja in einem... In einer Let's Play-Folge. Das wäre der Wahnsinn. Das muss ich ja direkt rausschneiden. Da muss ich ja... Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man diese Mini-Videos für YouTube macht. Muss ich doch rausfinden. So, was haben wir hier? Scharfschütze. Berserker wird für 2 Unentdeckte. So, gibt ja... Ne, Berserker wollte ich da nicht nehmen. Gigant hat mehr Schaden, Wirkungsbereich hat mehr Leben. Nehmen wir Flammenläufer da nochmal. Ich finde, wir nehmen da mal Scharfschütze mit rein, oder? So, guck mal, schon mal eine Chaos-Sphäre. Das ist auch nicht schlecht. Also, wenn man diese Liga-Geschichten auch mitmacht, kriegt man im normalen Fall auch gute Erfahrungspunkte dafür. Das heißt, man ist eigentlich immer recht gut davor oder teilweise auch ein bisschen überskillt. Würde ich im Anfänger dann tatsächlich irgendwie... Oh, das sind 2 gefallen. Gut, ich will mich nicht beschweren, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige von den Dingern echt viel wert sind mittlerweile auf dem Spielerhandel. Es wird wahrscheinlich diverse Rezepte oder Anwendungsmöglichkeiten geben, wo mittlerweile diverse Spiele auch rausgefunden haben, dass die besonders viel Loot versprechen. Und die werden dann entsprechend auch gehandelt. Ich weiß nur nicht, ob man die Dinger tatsächlich auch handeln kann. Das wäre jetzt noch die Frage. So, Nummer 3. Guck mal, ich habe gerade alles leer gemacht, oder? Oh, guck mal hier, Arsenal. 7x. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich schon über ein. Eieiei. So. Was schmeißen wir da noch rein? 2x das. 2x das ist ja eigentlich ganz gut. Oh. So. Die Wahlsphäre finde ich gut. Die nehme ich mal mit. Türkis-Element. Wir können uns das mal kurz angucken. Machen das einfach mal. So, die geben. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Super. Erhöht ist auch super. Ein bisschen Leben dazu. Ein bisschen weniger Mana. Aber bei Chance, bei Tötung, eine Energieraserei oder Widerstandsladung zu erhalten. Die sind am Anfang echt stark, die Dinger. Weil diese Ladungen, die pushen das Ganze ja noch. Und das sind, also für den Anfang sind das echt schicke Handschuhe. So, ich glaube nur, dass die mir nichts bringen würden. Weil sonst das mit den Ladungen ist nachher gar nicht mal so schlecht. So, den nehmen wir mit. Nix wird mich aufhalten. Ich glaube, einen habe ich noch, ne? Oder? Oder wie ist das?
Habe ich noch einen? Will ich da überhaupt hin, wo ich gerade hinlaufe? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Nee, irgendwie bin ich im Kreis gelaufen. Ja, gehen wir mal da hinten hin. So, genau, da ist nämlich noch einer. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich hoffe mal, dass da nichts fällt. Also hier so Dingsbums-mäßig. Beschleunigt, ja, nehmen wir noch beschleunigt mit dazu. So, wenn ich meine mal ein bisschen beschleunigen. So, eine Verbindungssphäre. Die nehme ich doch gerne. Das nehme ich gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Ringe und Gürtel nehme ich mit. Den würde ich mitnehmen, wenn ich noch Platz habe. Habe ich noch. Und hier geht es auch schon weiter. Hier drüben geht es jetzt so ein klitzekleines Rätsel. Na, nicht direkt, aber so einen speziellen Mechanismus, so nenne ich das mal. So, ich musste aber hoch. Musste aber hoch. So, statt mir die Anfangsoption. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich, werde ich hier, glaube ich, ganz plump das Leben nehmen. Also ich finde das auch nicht schlecht. 2% des Lebens Regeneration. Tatsächlich finde ich das auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich werde jetzt hier ganz plump auf Leben gehen. Schwupp. So, und hier drüben haben wir jetzt eigentlich das Gleiche. Ich kann sie gar nicht alle verbrannt. So, erfordert nächste Stufe würde nämlich 44 erfordern und wir dürfen nur 42, also kein Linksklick, sondern ein Rechtsklick. Und dann finden wir sie nämlich hier unten wieder. Die werden hier auch mit angezeigt, weil die hochgestuft werden können. Die werden aber hier hochgestuft. Die anderen tauchen eben nicht mehr auf, sondern die bleiben dann immer da. So, hier müssen wir rein in diesen wahnsinnigen Kreis da und müssen dem ganzen Ding jetzt hier folgen. Immer an den Ecken bleibt er stehen, also wir müssen immer so mitgehen, dass wir in diesem Dings bleiben. So, was natürlich manchmal echt ätzend ist. So, wenn ich jetzt zurückgehe, also ich gehe da jetzt mal raus, so, weil ich zum Beispiel angegriffen werde, dann bleibt er immer an diesen, an den Ecken bleibt er immer hängen. Aber wenn ihr vor der nächsten Ecke da rausgeht, dann geht er wieder zurück, bis zur letzten. So, wir haben aber glücklicherweise genug Verteidiger. In der Nähe. So, wenn man jetzt natürlich so einen Nahkämpfer hat, das ist manchmal echt fies. So, und das müssen wir so lange, bis dieser Tank da drinnen verschwindet. Hör mit. Oh. Haben wir irgendwas nonsensmäßig eingepackt? Nimm den mal mit. So, das ist der Silberzweig. Total heiß begehrter Bogen am Anfang einer Herausforderungsliga. Wird ja immer sehr gut gehandelt. Man kann den auch sehr, sehr lange noch gut verkaufen. Also während viele Sachen nachher preislich normalerweise ins Bodenlose fallen. Also sowas wie die Handschuhe hier, die werden nachher so oft gefunden. Die sind eigentlich dann immer irgendwann total günstig. Kriegt er, bleiben die meistens irgendwo bei einer Sphäre der Alchemie zum Beispiel im Handel hängen. Manchmal auch, man kriegt manchmal auch, je nach Werten, noch gut eine Chaos-Sphäre zum Beispiel dafür. Ja, obwohl die, selbst wenn die Liga schon ziemlich fortgeschritten ist. Liegt einfach daran, weil der Bogen echt nützlich ist. Also gerade wenn man jetzt noch einen zweiten, dritten, vierten Char hinterherziehen will und das soll ein Bogenschütze werden, ist das eigentlich ein ganz heiß begehrter Bogen, weil man den recht früh einsetzen kann und er doch dann gerade die Bogenchars gerade am Anfang doch ziemlich gut verstärkt. Dieses Plus 1 für die Bogencamp, das macht dann schon ein bisschen was aus. Oh. So, diese Siedlung, die sind für die Syndikatgeschichte. Werden vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick, aber dann echt ganz mini drauf werfen. So, das ist drin. Und jetzt müssen wir das entzünden. Und jetzt müssen wir hier quasi unsere
Fahne noch reinwerfen. So, ich werde das jetzt mal. Das. Too much clutter. Oh, zu viel. Das macht aber nichts. Dann kommt nämlich erst dann kommt der gute Valam hier angefahren und dann können wir weiter. Jetzt bewegen wir uns. Großen Fußes Richtung Endboss Akt 6. Aber das ist jetzt gerade ein super Zeitpunkt für einen Break. Und den machen wir an dieser Stelle auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.